Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben den letzten Part das Master Sword erhalten. Yay! Und außerdem können wir uns jetzt immer, wann wir wollen, in einen Wolf verwandeln. Sandro hatte uns mit einem, ja, mit einem Schattenkristall, sage ich jetzt mal, es war kein Schattenkristall, es war dunkles Schattendings da, ein dunkler Schattenstein. Oh, Moment, ich muss mal gerade den Ton von der Wii-Fernbedienung runterschrauben. So, sehr professionell mal wieder. Auf jeden Fall hatte Sandro uns mit diesem Schattenstein quasi verbannt, versiegelt, whatever. Aber dank der Kraft des Master Swords konnten wir ihn entfernen und jetzt immer, wenn wir wollen, mit einer darum bitten, zum Wolf zu werden. Außerdem haben wir Giovanni getroffen, vor zwei Parts schon. Der hat uns gesagt, dass er verflucht ist und wir müssen jetzt 20 von diesen kleinen netten Typen hier finden und besiegen, um ihnen die Geisterseelen abzunehmen. Ja. So lässt sich eigentlich alles ganz gut zusammenfassen, was wir bis jetzt gemacht haben. Und ja, im Wasser können wir uns nicht warpen, denn das geht jetzt logischerweise auch, da wir immer, wann wir wollen, zum Wolf werden können. Aber halt nicht im Wasser. Ist hier was Geheimes versteckt? Ich glaube nicht, ne? Oh, Geld. Oh, ein Loch. Nichts Spannendes. Aber wir sollen ja zur Hyrule-Stadt. Und hier ist auch ein Krieger aus vergangenen Tagen. Von daher würde ich sagen, können wir den auch gleich mal besuchen, ne? Denn der bringt uns wieder eine okkulte Kunst bei. Hoffe ich. Hat der Briefträger wieder aus für uns? Ich hoffe mal nicht. Nein, Glück gehabt. Wir können jetzt hier natürlich als Wolf durch die Stadt durchrennen oder auch als Mensch, aber wir nehmen natürlich die Wolfsform, denn die ist um einiges schneller, meiner Meinung nach. Außerdem rennen dann alle weg. Als ich das erste Mal so gemacht habe, da durchgerannt bin als Wolf und alle haben sich erschreckt, das fand ich irgendwie lustig. Das macht immer noch Spaß, das ist lustig. Nur den Goronen bockt's nicht. Na gut, egal. Egal, egal, egal. Wir gehen nämlich jetzt hier raus und hier ist auch... Ah ne, Moment, da ist noch einer von den Nachtschwärmern. Komm her, du. Bäm, in die Phrase. Komm! Hey. Kriegst du... Was? So, sehr schön. Fassen. Lecker, lecker, lecker. Gleich noch eine Geisterseele erhalten. Wenn wir die so schnell finden, dann sind wir mit dieser Nebenquest fast durch. Hier war, glaube ich, ein Goldinsekt irgendwo in der Nähe, oder? Ne, dann war das vermutlich hier unten. Ich weiß, ja, hier ist es. Komm her, du. Marienkäfer weiblich gefangen. Yippie. Wisst ihr, wie ich mir das weiblich Zeichen merke? Ich konnte mir das nie merken. Bis ich mir diesen kleinen, aber niedlichen Trick ausgedacht habe, denn meistens tragen ja Frauenketten, ne? Und ich finde, das Kreuz da unten kann man als Kette ansehen, beziehungsweise an der Kette hängt ein Kreuz, so. So merke ich mir das halt. Yippie, ein blauer Rubin ist 5 Rubine wert. Ein gelber Rubin ist 10 Rubine wert. Uhu, bist reich. Ja, genau, hier ist noch der Marienkäfer männlich und das andere ist dann halt männlich. Oder man kann sich auch so merken, dass das andere, also der Pfeil zeigt in eine Richtung, also der Pfeil führt dich dahin und dann ist das halt das starke Geschlecht, wenn man das so will. Vermutlich. Moment, da gibt es auch eine ganz lustige Sache, denn wenn man ihn jetzt als Wolf anspricht, dann sagt er, ansprechen, reden. Komm wieder zu mir, wenn du ein Schwert in der Hand hältst. Das mache ich doch gleich mal. Das Mensch werden. Und auf einmal stehen wir wieder ein wenig weiter weg irgendwie.
Auf eine merkwürdige Weise haben wir uns zurück teleportiert. Und jetzt sind wir wieder in dieser geheimnisvollen, nebelumseuchten Area. Und ja, tut mit einer unglaublich schlechten animierten Sequenz sich verwandeln. So treffen wir uns wieder. Dank deiner Anstrengungen ist etwas Leben nach Hyrule zurückgekehrt. Aber noch ist es zu früh, um auszuruhen. Bist du bereit, eine weitere okkulte Kunst zu erlernen und dich für die künftigen Kämpfe gegen noch stärkere Gegner zu wappnen? Ja, also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du die Schildattacke beherrschst, die ich dir das letzte Mal gelehrt habe. Also greif mich an. Ja, Moment, ich trinke kurz was. Oh Gott. Das braucht man echt. Man sollte. Den Typen da sollte man nicht ohne was zu trinken sprechen. Ach komm, Kamera. Moment, ich brauche eine. Was tust du denn da? Wie siehst du mich richtig ab? Nein, du sollst. Schildattacke machen. Ha, so, jetzt Family Phrase. Wow. Spektakulär! Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Das ist die dritte okkulte Kunst. Der runterbeet! Ja? Okkulte Kunst rundumhieb. Ein Gegner, an den nicht nur ein Schild, sondern eine Ganzkörperrüstung tragen, kannst du mit der Schildattacke nichts ausrichten. Häufig schützen solche Gegner jedoch nur ihre Vorderseite, nicht ihren Rücken. Sie ihre mit Z anhalte, den Schild nach links und rechts gedrückt und springe mit A mehrmals, sodass du ihn hinter dich hinter ihn von hinten kommt. Ja. Woo! Bam and Phrase. Das nennt man Rundumhieb, versuche nun einen solchen Hieb an mir auszuführen. Ja, also. Wie er gesagt hat, anvisieren, dann zweimal rollen und dann springen und von hinten reinstechen. So gehört sich das, immer von hinten kommen. Deine Körperbeherrschung ist gut, aber denk immer an den richtigen Zeitpunkt, Sprung den Hieb auszuführen. Damit hast du die dritte okkulte Kunst den Rundumhieb erlernt. Oh. Du hast die dritte okkulte Kunst den Rundumhieb erlernt. Rolle dich auf die Rückseite des Gegners und triff ihn mit dem Schwert. Nun gibt es noch vier okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Lebe wohl, bis wir uns wiedersehen. Wenn ich den spreche, ist mein Kopf immer fast am explodieren. Ich bin Party schon mal aufgenommen mit jemand anderem, aber da war die Skype-Qualität einfach zu schlecht, deswegen habe ich den mal ganz schnell gelöscht. Ah, das war knapp. Und ja, was passiert, wenn ich loslasse? Ich probiere es mal lieber nicht aus. Ich weiß, da kommt man später noch hin, aber da braucht man noch ein Dungeon-Item, was wir noch bekommen werden als vorletztes, glaube ich. Das könnte etwas dauern, sagen wir mal so. Wir sollen jetzt uns hier erkundigen. Oder Moment, da vorne war doch noch ein Gewohner, nicht wahr? Ja. War noch einer. Wir sollten uns hier erkundigen, wie wir weiterkommen. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem wir die anderen Goron berichtet haben? Schau nur mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, schmeich mich ruhig noch einmal an. Immer wenn ich irgendwelche Stimmen sprechen muss oder wie es ausgesucht habe, sie zu sprechen, bei denen ich wirklich von meiner normalen Stimme sehr hardcore abweichen muss, und damit meine ich, irgendwas machen muss, zum Beispiel so. Da muss man den Mund ein bisschen anders bewegen und das ist ziemlich anstrengend und da explodiert einem fast das Gesicht. Mein Gesicht ist gerade total erwärmt. Das ist eigentlich nicht so schön. Nee. So, Hyrule Stadt Süd. Wir müssen vermutlich wieder zu Thelmas Wirtshaus. Weil da ist eigentlich immer so. Da geht immer die Party ab, wo uns ganz viel gesagt wird. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie ich. Thelma gesprochen haben. Thelmas Wirtshaus. Katze. Finde ich gut. Miau. So, und du?
Flo, da bist du ja. Ich habe dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Alle mal herhören. Ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Flo, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Sie sind begeistert. Du erinnerst dich doch an das, was ich dir erzählt habe? Meine Freunde und ich, wir wollen etwas über Hyrule tun, weil hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Osten herauszufahren. Ein mysteriöser Ort. Raffla heißt er. Und er sieht genauso aus, wie er sich anhört. Ein netter alter Mann. Du solltest ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt sehr gut verstehen. Hör mal, du bist jetzt extra hier. Dann kannst du doch gleich ein wenig Geld rausschmeißen, um dir einen Wodka kaufen. Oder? Nein? Schade. Na gut, du kannst dich auch einfach mit meinen Freunden unterhalten. Alles ganz wundervolle Menschen. Ja, ihr seid auch alle wundervolle Menschen. Alle, die dieses Video schauen, sind wundervolle Menschen. So, wir fangen mal mit dem an. Moment, den kennen wir doch irgendwoher. Punkt, Punkt, Punkt. Lange nicht gesehen, Flo. Molina hat mir alles erzählt und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Sie haben mir natürlich alles von deinen Heldentaten berichtet. Vielen Dank, Flo. Ich weiß nicht, was ohne dich mit Colin passiert wäre. Er hat sich ganz schön verändert. Ja, ich hab gedacht, ich sollte mir auch irgendwie nützlich machen und damit er halt ein wenig stolz auf mich ist. Weißt du, Thelma und ich, wir sind alte Bekannte. Im Moment versuchen wir noch, etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, dann wirst du sofort informiert. Aber sicher doch. Also der Typ hier, der sieht für mich, der erinnert mich irgendwie an Harry Potter. Vermutlich wegen der Brille und weil die Frisur so ein wenig. Ja. Oder nee, wie dieser Typ aus? Ich glaube, das hieß Atlantis, ne? Atlantis, diese. War so eine komische Sendung, glaube ich. Ich habe davon mal ein Malbuch da gesehen. Ja. Hey. Wie spreche ich denn jetzt? Hey, hallo, du bist doch Flo, oder? Mich nennen die Leute Jago. Schön, dich zu sehen. Thelma hat mir alles über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin mehr der Bücherwurm. Im Kampf leider nicht ganz so gut, wie ich gern wäre. Tja, na, zumindest kann ich dir alles über die Geschichte Hyrule und seine Mythen berichten. Die kennst du bestimmt nicht, ne? Triforce und so. Aber wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du mich auf jeden Fall fragen. Die hier. Erst im... Der ist, glaube ich, Lin oder so im Englischen. Schau mich nicht so an. Da! Ich bin Ashley! Na, sowas. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es besser nicht persönlicher. Übrigens, es gibt etwas, das ich dir besser sagen sollte. Die Berge im Norden von Hyrule, die Schneeberge, sind anders als alle Berge, die ich kenne. Sie sind die bergigsten Berge der Welt. Ich weiß zwar noch nichts Genaues, aber irgendwie ist dieses Gebirge nicht normal. Es ist irgendwie so verschneit und dort reagiert. Das Böse! Ich sage dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick solltest du diese Berge auf jeden Fall meiden. Okay, was habt ihr denn da für eine schöne Karte? Hi. Raffla versucht gerade in der Nähe des Hylia-Sees etwas über die Gerudo-Wüste zu erfahren. Ach, Hylia-See, da waren wir doch eben. Moment, kann ich mich hier ganz... Oh, ich wollte mich gerade in die Ecke verziehen und mich wandeln. Der Postbote, der ist bei Hyrule Warriors dabei als... Kostüm. Okay, was hast du denn zu sagen? Was soll ich nur nehmen? Hauptsache irgendwas mit Fleisch. Okay, der bestellt hier anscheinend was. Da können wir uns hier drin nicht verwandeln. Oder kann ich mich hier in die Ecke setzen? Katze. Zum Wolf werden. Nein, du willst dich doch hier nicht vor den ganzen Leuten verwandeln. Du machst nur nervös. Also bitteschön. Muss doch sehr bitten, echt mal, Link. Ich hätte schon etwas mehr Verantwortung von dir erwartet. Also, nein. Ich habe mir im Übrigen überlegt, wir werden vermutlich ziemlich spät die ganzen Herzteile und Herzcontainer und so nachholen, weil ich habe privat auch nicht wirklich. Ich habe das Spiel privat noch nicht 100% durch. Ich spiele das auch gar nicht mehr. Irgendwie. Macht mir privat irgendwie gar keinen Spaß mehr. Aus irgendeinem Grund, obwohl es ein wundervolles Spiel ist. Ich hab gedacht, ich hätte da gerade irgendwas Leuchtendes gesehen. Ah! Aber mein Skill ist gerade nicht so erleuchtend.
der leuchtend hier besteht, weil gerade immer was Leuchtendes. Ich bring da hoch, dankeschön. Na gut, das. Stimmt, bei Moment, da oben ist irgendwas da drüben. Wie komme ich da wohl hin? So. Komm ich hier irgendwie so hin? Kann ich hier hochklettern irgendwo? Gott. Da oben ist echt irgendwas. Ist das wieder so eine Geisterseele? Bestimmt die Geister. Sie sind überall. Sie erobern unsere Welt. Wir merken es nicht einmal. Nee. Das ist eine tragische Sache, wirklich. Moment, aber man hat über Wolf nicht so wirklich Kontrolle, weil er einfach so schnell ist. Dann nehme ich lieber den normalen. Ja! nee, das ist ein. Doch, das ist ein. Das ist ein Geisterseelenfuzzi. Geht da hoch. Dankeschön. Na. Das passt, hier das Spiel, das passt gerade voll zur Tageszeit. Es ist nämlich. Oh. Es ist 0.20 Uhr. Ja. Eine gute Zeit, um aufzunehmen. Auf jeden Fall. Man kann es mir auf jeden Fall nicht verdenken. Es ist da hinten eigentlich. Das sieht merkwürdig aus. Na gut. Klettern wir mal hier die Leiter hoch, denn auf der Karte wird uns da was markiert. Da soll sich dieser sagenwobene alte Mann namens Raffla befinden. Raffla, mein alter Kumpel. Ja, das ist. Hört man oft den Namen? Bin mal gespannt. Ich dachte mir schon, dass du langsam kommen müsstest. Du bist doch Flo, oder? Du kennst sicherlich Thelma. Ich bin oft bei ihr im Laden. Man nennt mich Raffla. Ich habe von ihr so einiges über deine Taten gehört. Ich wusste, dass du ein mutiger junger Mann bist und früher oder später von das Ereignis auf die Wüste hören und hier auftauchen könnte. Und ich habe mich getäuscht. Wusstest du eigentlich Flo, wusstest du schon? Früher in der Gerudo-Wüste gab es eine Burg, in die die Höchststrafe verurteilten Schwerverbrecher reingebracht wurden. Die Strafe wurde erst gemacht, wenn die Zauberkraft eines verwunschenen Spiegels groß war, und dann haben sie das in die Schattenwelt befördert. Jetzt ist das Burg verschlossen und auch der Weg in die Gerudo-Wüste ist versperrt. Nun eine Wüste am Rand der bekannten Welt. In dieser Wüste befindet sich jener Spiegel und die Rachegeister von Verurteilten. Ich denke, das Unheil, das über Hyrule gekommen ist, hat in jener Wüste begonnen. Deshalb, ich will genauer sie untersuchen. Und Flo, was du planst jetzt tun? Willst du etwa selbst in die Wüste gehen und die Zustände dort mit eigenen Augen sehen? Aber sicher doch! Aber wirklich? Nun, dann werde ich dir helfen, soweit es in meiner Kraft liegt. Bitte übergib das Tobi. Er betreibt das Freizeitpark am Huliasee, nicht weit von hier. Wills Raffloss-Teams, die ist für Tobi bestimmt, yeah. Es geben da Menschen, Tobi, der heißen. Er hat schon einmal mir sehr geholfen, Und dann, er steht jetzt in meiner Schuld. Überlasse das weitere ihm, er wird alle nötigen Schritte in die Wege leiten. Aber sicher doch. Was lässt sich dazu noch zu sagen? Der Part ist jetzt gleich vorbei, weil ich will meine Parts mal wieder kürzer machen. Oben ist noch irgendwas. Ich spüre, dass da oben etwas ist. Aber was ist das? Es ist ein Felsen für den Wolf. Spoiler! Ja. Dann würde ich mal sagen, überreichen wir dem lieben Tobi. Ah, jetzt wissen wir auch, wer Tobi ist. Das Ding, was da oben immer rumsteht, ist dann anscheinend Dummnuss. So sieht das auch aus. Das sieht aus wie so eine richtig dumme Nuss. Ich kann mich ja mit Nüssen aus, aber das ist solche Dummheit, die sieht man auch nicht alle Tage, nee. So, hier. Das hier ist Tobi. Tobi! Moment. Tobi, zeig mir dein Easter Egg. Und da bist du ja wieder.
gar nicht hin, oder? Hättest du dich besser abpassen können mit einer neuesten Attraktion, würdest du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service, fast ohne Wartezeit. Nein, ich wollte gar nichts, Nein. Ich wollte dich nur anschauen, so. So, dann würde ich sagen, was das mit diesem Part und bis zum nächsten Part. Sag tschüss, Tobi. Tschüss.